Ich bin Anneliese Gut und bin am 3. März 1930 hier in Berlin geboren, in Schöneberg, als einziges Kind meiner Eltern. Mein Vater ist 1932 an Krebs gestorben, deshalb bin ich Einzelkind geblieben. In unserem Haus nebenan hier wohnte eine Familie Marcuse. Da gab es einen sehr, sehr netten, etwas älteren, jungen Helmut. Helmut war meine erste Liebe. Er hat gerne mit mir gespielt, obwohl hier auch noch andere Kinder waren. Aber wir haben gut miteinander gespielt und es war eine sehr harmonische Kinderliebe. Eines Tages hieß es, Marcuses ziehen weg. Der Vater Marcuse, der Vater von Helmut, war nämlich Vierteljude. Er war angestellt im Ulsteinhaus in Tempelhof und hatte das Gefühl, dass das hier für ihn nicht sicher ist. Er lebte auch noch mit seinem Vater, der Halbjude war, zusammen in einem Haus. Und das war ihm alles nicht sicher genug. Das wusste ich ja damals mit 3 Jahren nicht. Und wir waren wie vor den Kopf gestoßen. Helmut ist nicht mehr, lange nicht mehr mein Freund. Er ist noch mein Freund, aber ich kann nicht mehr mit ihm spielen, weil er nicht mehr neben mir wohnt. Und tatsächlich, eines Tages war der große Möbelwagen da und Marcuse zogen weg. Ich hatte mich erkundigt, ob ich denn nicht den Helmut mal besuchen könnte, aber man hatte mir gesagt, das wäre viel zu weit weg und ich musste mich damit abfinden. Viele Tränen sind damals schon geflossen um die erste Liebe. Eines Tages, Helmut war also eine Weile schon abgereist mit seiner Familie, saß ich unter dem Kirschbaum, der damals hier, wo jetzt die Terrasse steht, stand ein Kirschbaum. Und da saß ich in einer kleinen, engen Karete drin und oben im oberen Geschoss war eine Großmutter und schüttelte das Staubtuch aus. Und ich guckte so nach oben und plötzlich fing ich jämmerlich an zu weinen. Und meine Großmutter sagte, Kind, was ist denn los? Die dachte, mich hat eine Wespe oder Biene gestochen. Aber ich schrie und schrie immer mehr, immer mehr. Und sie trabte die Treppe, erste Treppe runter, die zweite Treppe runter durch den Keller, um an das schreiende Kind zu kommen. Und sagte, was ist denn los, was ist denn los? Und ich schrie bloß, ich mach mir solche Sorgen um meinen Helmut. Der erste Schmerz um die erste Liebe war da. Ich hatte solche Angst um meinen Helmut. Denn den konnte ich ja nicht sehen, mit ihm konnte ich nicht sprechen. Das war eine ganz schreckliche Geschichte und ich war kaum zu beruhigen. Man hatte mir dann gesagt, Helmut geht es gut. Der lebt in einem anderen Land. Die waren nach Paris gegangen, die Marcuses. Das hat der Helmut zwar überstanden, aber sein Vater nicht. Der ist dort trotzdem dann geschnappt worden und umgebracht worden. Aber Helmut ist durch seine spätere Frau, die in irgend so einer Organisation war, ist sie gerettet worden und die haben dann später geheiratet und mit deren Tochter bin ich jetzt
vor kurzem erst wieder in Verbindung gekommen. Da stand sie plötzlich, die Tochter, in der Tür. Und ich guckte so und wusste nicht, wer das ist und sagte nur, ich kenne dich, denn du hast die gleichen Augen wie deine Mutter.